Gerade rechtzeitig, liebe Schwestern und Brüder, könnte man sagen, fiel mir in der letzten Woche ein Artikel in die Hand über eine junge Frau, die mit 28 eine Karriere beendet hat. Und zwar bei einem Institut, von dem wir vielleicht schon einmal gehört haben. Das ist das bedeutendste Geldinstitut der Erde, Goldman Sachs. Sie ist dort ausgestiegen. Sie spricht immer noch von Hochachtung davon. Und sie schildert Folgendes. Sokolova schwärmt bis heute von den Annehmlichkeiten und Vorzügen eines Daseins bei Goldman Sachs. Die tollen Kollegen zum Beispiel, die sie bei einem zweimonatigen Einstiegsseminar in New York kennenlernte. Die Selbstverständlichkeit, mit der das Gehalt am Anfang um eine üppige Umzugspauschale aufgestockt wurde. Der lockere Umgang über Hierarchiestufen hinweg. Wer Schulter an Schulter mit dem eigenen Chef im Handelsraum sitzt, kommt über kurz oder lang ins Quatschen. Im hauseigenen Fitnessstudio sind ohnehin alle gleich. Wenn es abends später wurde, zahlte die Bank Pizzadienst und Taxi. Aber die Sokolova weiß auch um die Kehrseite der Medaille. Tägliche 12-Stunden-Schichten, die den Rest des Lebens zu verschlingen drohten, Fitnessstudio, Essen, Fernsehen, Bett. Es war wie beim Militär, sagte Sokolova. Nie gehörte sie zu denen, die anschließend auch noch feiern gingen, weil es halt dazugehörte, und ihr extremes Tempo mit Hilfe von Drogen hielten. Der Preis war eine gewisse Einsamkeit. Und sie litt unter dem Druck, immer bereit sein zu müssen, die Angst vor Fehlern. Kritisiert wurde prompt, hart und direkt ins Gesicht. Wer sich im Kundengespräch blöd anstellte, legte nur den Hörer auf und kassierte einen Rüffel. Wer Geld für die Bank verlor, was zwangsläufig dazugehörte, wurde schon auch mal angeschrien vor der gesamten Mannschaft. Und natürlich war jeder ersetzbar. Einmal, erzählt sie, sei sie auf dem Gang fast umgerannt worden von einem frisch gekündigten Kollegen. Als sie den Handelsraum betrat, sei dessen Platz schon wieder neu besetzt gewesen. Großer Gewinn, großes Risiko, um Banking Terms, um darin zu sprechen. Sie selbst wies man an, weniger Tee zu trinken, um nicht so oft auf die Toilette zu müssen. Reguläre Pausen waren ohnehin nicht drin, maximal eine Viertelstunde, um sich etwas zu essen zu holen. Klagen? Fehlanzeige. Im Zweifelsfall wurde die Erwartungshaltung ohne Umschweife formuliert. Wer so viel verdient, jammert nicht. Ich weiß, liebe Schwestern und Brüder, wir müssten jetzt auch dazu sagen, diese Leute hören mit 48 Jahren auf zu arbeiten. Sie sind da Millionäre, besitzen 5 Häuser und sind im Ruhestand. Okay. Aber wenn wir heute über Kind Gottes sein und Sklave Christi sein nachdenken, und das begleitet einen ja, als ich das las, dachte ich, ist das nicht auch eine Form von Versklavung? Und das Institut, das die sogenannte freie Welt repräsentiert, handelt so. Das ist eine sehr moderne Form von Sklaverei. Und vielleicht kennen wir das ja auch von uns. Wir sagen permanent, und je lauter wir das sagen, desto größer ist der Verdacht, dass wir es nötig haben, es zu sagen. Wir sind freie Menschen. Wir leben in der freien Welt. Darüber denken wir gerade nach. Und genau dem steht entgegen diese merkwürdige Aussage. Ich muss etwas gestehen am Anfang. Als ich diese Fastenpredigten überlegte und konzipierte, dachte ich zuerst daran, es sei ein starker Gegensatz, wenn wir davon sprechen, als Christen sind wir Kinder Gottes. Und wir sind auch, das hören wir allerdings fast nicht mehr, Sklaven Christi. Und ich dachte eher daran, über einen Widerspruch zu sprechen oder wie wir mit diesem Widerspruch umgehen können. Erst im Nachdenken darüber ist mir klar geworden, dass viele Christen heute auch nicht mehr Kinder Gottes sein wollen. Das ist auch ganz aus der Mode. Das ist das Nächste, was kippt. Wir haben schon in den Übersetzungen gründlich dafür gesorgt, dass das Wort Sklave nur noch ein paar Mal vorkommt. Im Griechischen steht immer das gleiche Wort, doulos, Sklave. An manchen Stellen übersetzen wir das mit Knecht. Das klingt dann schon ein bisschen antiquiert, aber schon anders als Sklave.
Wenn wir von Christus sprechen, darauf müssen wir nachher mal ausführlich eingehen, haben wir kein Problem davon, Sklave zu sagen. Wenn wir von uns sprechen, dann hören wir lieber Diener. Das ist auch nicht ganz zeitgemäß, von Dienern zu reden, aber das klingt nicht so scharf. Es ist gut, wenn wir zunächst einmal auf den Apostel Paulus hören, denn der ist für beides verantwortlich. Niemand hat es so eng auf einem Raum versammelt, beide Begriffe, wie Paulus, und zwar im Römerbrief, wo er wirklich Zeit hat, diesen Gemeinden in Rom das Evangelium vorzustellen, es ihnen zu erklären. Er spricht ganz ausführlich über die Kindschaft, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Durch ein Geschenk, das wir von Gott empfangen haben in der Taufe, nämlich wie eine Anzahlung auf ein Erbe, den Heiligen Geist, der uns öffnet, der sozusagen die Antenne ist für den lebendigen Gott, dass das nicht alles verschüttet geht in den Anforderungen und in dem, wie wir halt unterwegs sind. Das ist zunächst auch eine wichtige Unterscheidung, dass nicht jede und jeder einfachhin qua Mensch Kind Gottes ist. Wir hören heute immer solche Generalisierungen. Sind doch alle Kinder Gottes? Liebe Gott hat alle lieb. Haben wir das zu entscheiden? Haben wir das dem lieben Gott zu sagen, was er zu tun hat, wen er zu lieben hat? Ich denke nicht. Was wir zu tun haben, ist zunächst einmal zu erkennen, wer wir selber sind. Darauf müssen wir eine Antwort finden, denn sonst leben wir falsch. Alle Menschen, das kann man aus der Offenbarung und aus der biblischen Botschaft sagen, sind Geschöpfe Gottes, sind Ebenbild Gottes. Von daher leitet sich die Würde des Menschen ab, und zwar eines jeden, ob begabt oder nicht begabt, ob mit einem bunten Kittelchen wie in der Lesung aus dem Buch Genesis, weil der Papa den besonders lieb hat, kriegt er ein schönes Röckchen gemacht, oder ob man so nur Normalo ist, wie die anderen 10, die das dann stört. Ob man behindert ist oder nicht, mit diesem oder jenem Handicap, unabhängig davon. Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes, sind seine Geschöpfe und haben eine Würde, die nicht zu nehmen ist, weil sie niemand verleiht. Nicht die UNO, nicht die amerikanische Regierung, nicht die Europäische Union oder sonst irgendwer, sondern als Mensch. Kinder Gottes. Kind Gottes ist man nicht automatisch. Kind Gottes werden wir durch eine Adoption, durch die Taufe. Dem geht voraus, dass Gott uns ruft in sein Volk. Wir singen solche Lieder so ein bisschen naiv manchmal. Gott ruft sein Volk zusammen. Und denken, ja, da ruft er dann so. Und dann kommen wir dann, die bekloppt sind, gehen dann auch in die Kirche. Der Taufe geht eine Berufung voraus. Das ist nicht einfach eine Tradition, ein schöner Brauch. Oder weil die Eltern heute oft sagen, ja, wir wollen, dass das Kind irgendwie gesegnet ist. Das ist nicht Taufe. Wir können leicht einen Segen geben, und das tun wir gerne, aber Taufe meint mehr. Taufe meint genau jenen Adoptionsvorgang, dass die Eltern mit dem Kind oder der Erwachsene oder die Erwachsene einem Ruf folgt, den Gott ausspricht, in dem Gott auswählt. Und er will diese Person, diesen konkreten Menschen als sein Kind. Auf der anderen Seite, dem entspricht diesem Kindsein ein Vater. Davon spricht Gott selber in Jesus. Im Alten Testament taucht dieses Gefühl dafür auf. Einmal ganz kurzes Aufleuchten beim König David. In den Psalmen lesen wir davon. Da betet David: Ich rufe dich, Gott, mein Vater bist du. Weil gerade bei David ein sehr ausgesuchtes Verhältnis zu Gott bestand. Und David ist Sünder, ziemlich großer sogar, Ehebrecher, Mörder, da ist schon einiges auf dem Konto. Und dennoch kündigt er dieses Verhältnis zu Gott nie auf.
und bekennt sich als Sünder. Er will dieses enge Verhältnis zu Gott und erst vollends aufgehen, lernen wir, als Jesus kommt. Wenn Jesus beginnt zu erzählen, wie Gott ist, wie ein Vater. Nehmen wir als das klassische Beispiel das, was Jesus so schön erzählt vom barmherzigen Vater, der sich die Augen ausschaut, der uns alle Freiheit lässt, aber sich die Augen ausschaut, dass wir endlich umkehren, weil wir nur dort Zukunft haben, indem wir merken, wir sind seine Kinder. Und erst dort, wenn wir zurückfinden, dann eröffnet sich eine Perspektive, die wirklich lebenswert ist. Vielleicht kann man sich auf so einer Spur ja noch einlassen, Kind Gottes zu sein, wenn man nicht sozusagen in einem Modus ist, so als, wir haben diese Gedanken ja schon kennengelernt, die wir mit Neuzeit, auch mit Marxismus, mit den großen Namen Nietzsche, Feuerbach und solchen Leuten verbinden. Diese permanente Revolution, wie man jetzt noch lesen konnte, dass ein zeitgenössischer Philosoph sagt, erst wenn die letzte Kirche zerstört ist, werden die Menschen wirklich frei sein. Das ist sozusagen das, man kann das sagen. Wir müssen uns darüber auch nicht aufregen. Wir sollten es aber nur einordnen können. Das ist der Habitus eines Dauerpubertierenden, der nie erwachsen wird, der immer gegen alles aufstehen muss. Gegen die Autorität, gegen die Eltern, gegen dies und jenes, gegen diese Institution. Der wird nie im Frieden sein. Christen sind so nicht. Das, was Nietzsche uns hervorwirft, eine Duckmäuser-Religion, macht eine Sklavenreligion daraus. Ja, es gibt diese Spuren auch im Christentum. Aber es ist immer eine Fehlentwicklung. Christen, die wahrhaft glauben, wissen sich eben als Kinder Gottes. Und sie beugen sich eigentlich nur einer einzigen Autorität. Das ist die Autorität Gottes. Oder denen, in denen sie diese Autorität repräsentiert sehen. Das müssen nicht nur die Priester sein. Die verstehen sich ja heute schon selber nicht mehr so. Wenn es dieses veränderte Verständnis gibt, müsste man fragen, warum macht man dann immer noch in den Domkirchen dieses große, feiert noch Priesterweihe und Primiz, das können wir uns dann eigentlich alles schenken. Denn das ist nur der äußere Ausdruck dessen. Aber selbst wenn wir auf dieses Kindsein eingehen, was ist das mit dem Sklavesein? Das nun wirklich, oder ist da nicht eine Grenze erreicht, wo wir sagen, nee, also komm, das ist jetzt wirklich dann rum. Sklavenhaltergesellschaften, es mag zwar noch immer moderne Formen von Sklaverei und ich meine jetzt gar nicht das, was ich am Anfang zitiert habe, geben, Zwangsprostitution und was wir dann alles ins Feld führen, aber also in diese Schublade können wir uns wirklich jetzt nicht einsortieren lassen. Gut, darauf können wir uns einigen. Das Problem ist nur, dann schlagen wir das Neue Testament auf. Und da finden wir dann schon wieder solche Stellen. Gut, arbeiten wir sie mal ein bisschen ab. Paulus. Ich glaube, kommen wir mal auf Paulus zurück. Römerbrief. Paulus legt großen Wert darauf, dass er Apostel ist. Und zwar nicht von Menschen gemacht, sondern von Gott dazu gemacht. Berufen. Und gleichzeitig sagt er in der Überschrift immer klar und deutlich, Doulos Christou Jesu, Sklave Jesu Christi. Und Paulus macht dann in seiner ganzen Existenz auch den Gemeinden, gerade mit denen er Probleme hat, macht er denen das deutlich, wenn er sagt, es liegt ein Zwang auf mir, das Evangelium zu verkünden. Meint ihr eigentlich, als Apostel von Gemeinde zu Gemeinde zu ziehen, alles Mögliche auf mich zu nehmen, sei ein Sonntagsspaziergang oder eine Vergnügungsreise? Es liegt ein Zwang auf mir, ich habe es mir nicht ausgesucht. Gott hat mich berufen und wie wir wissen, hat er ihn sehr unsanft berufen. Von einem Pferd ist zwar nicht die Rede, von dem er gestürzt ist, aber dass er erblindet, dass er zu Boden stürzt, dass es ihm so in die Glieder fährt, dass er zunächst vollkommen unfähig ist und blind, das ist schon eine starke Berufung. Und dieses Erlebnis hat einen Paulus niemals mehr losgelassen. Diese Stimme Christi, die ihn vor Damaskus erreicht und ihn bezwingt.
diesen stolzen, gebildeten, intellektuellen Pharisäer. Jung und dynamisch, mit allen Papieren ausgestattet vom Hohen Rat, der jetzt mal zeigt, was man mit so einer kleinen, knusseligen, heretischen Gruppe, die sich da der Weg oder später die Christen nennen, was man damit macht. Aufräumen, wegputzen und Ruhe ist. Paulus, warum verfolgst du mich? Diese Stimme ist wie eine innere Prägung in Paulus eingegangen, dass er diese Stimme nie mehr entkam. Sie hat ihn bezwungen und übt weiterhin einen bezwingenden, sagen wir ruhig, einen bezwingenden Charme auf ihn aus. Deshalb wird Paulus im Römerbrief nicht müde, von der Gnade zu sprechen, die Gott mitteilt. So oder so. Gott hat einen bezwingenden Charme. Das ist Fremdwort für Gnade. Und so versteht Paulus sich in einem Sklavendienst. Er sagt, wir sind aus einer Sklaverei befreit als Christen. Wir sind eben nicht mehr, so erklärt er uns, Sklaven der Sünde, Sklaven des Geldes, Sklaven von Sex, Sklaven von Konsum. Sie können die Litanei gerne fortsetzen. Sie ist ziemlich lang, sie ist nicht im Gotteslob abgedruckt, aber wir leben sie jeden Tag, diese Litanei. Von was und von wem wir alle Sklaven sind. Das ist vorbei, sagt Paulus. Wir leben ein neues Leben. Aber wir leben dieses neue Leben, diese neue Freiheit in einer Abhängigkeit, nämlich Christus gegenüber. Weil wir nur in dieser Abhängigkeit Christus gegenüber wirklich frei sind. Wir lassen diesen Gedankengang des Paulus einmal so stehen. Und dann hören wir heute Stimmen, oder seit einiger Zeit schon, diese Stimmen gibt es ungefähr seit 100 Jahren, die uns sagen, naja, Paulus ist halt Paulus. Das ist ja im Grunde genommen überhaupt erst der Erfinder des Christentums. Jesus wird dann eher so als so ein Schluffi gesehen, wir kennen das, der um den See von Genezareth schlurft und der am Schluss unter die Räder gekommen ist und so, der hatte ein paar nette Ideen. Schön, schön. Aber Paulus hat das dann so durchdrungen, hat dem Ganzen mal so ein dogmatisches oder wie man so will, intellektuelles Gefüge gegeben. Also, dann müssten wir das einordnen so, gut, das ist eine Idee des Paulus. Aber, wie das immer ist mit solchen Einwürfen und Ideen, die in den letzten 100 Jahren aufgekommen sind, in der Regel sind sie nicht neu, sie sind nicht originell und sie halten dem Text des Neuen Testamentes leider nicht stand. Natürlich können wir dann sagen, halt, du mit deinem Sklaven da. Jesus sagt doch mal zu den Aposteln, ja, das stimmt, er sagt es, steht im Johannesevangelium, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Ich nenne euch Freunde. Wir singen diese schöne Antiphon, diese Stelle an jedem Apostelfest hier in der Kirche. Aber die Frage ist immer, sagt Jesus sonst nichts? Doch, was sagt er? Wenn ihr alles getan habt, was euch zu tun aufgetragen ist, dann sagt selber von euch, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Das sagt Jesus auch. Und er sagt es den Aposteln genau an einer Stelle, als es darum geht, wie man mit wir würden heute sagen, wie man in der Kirche sich verhält. Wenn der Herr einen Sklaven, den er beauftragt hat für sein Hauswesen, wenn der plötzlich wiederkommt und er findet diesen Vorgesetzten, der ja auch Sklave ist, wie alle anderen, also alle sind dann Sklaven und es ist nur einer der Herr, Jesus Christus, und er findet diesen Vorgesetzten Sklaven, indem er die anderen schlägt oder misshandelt oder anschreit oder sonst etwas tut, wehe ihm, sagt Jesus. Und dann tut Jesus etwas immer an diesen Stellen, von dem wir am meisten lernen können. Und wo uns sofort klar wird, dass das nicht eine verrückte Idee des Paulus ist oder so ein persönlicher biografischer Manierismus, sich als dann als Sklave sozusagen, das ist der große Zampano in seinen Gemeinden, und er sagt immer Sklave Christi, so eine gespielte Demut, sondern wir verstehen sofort, dass Paulus das umsetzt, was Jesus sagt, obwohl die beiden sich
in Jesu Leben nie begegnet sind. Wenn Jesus wahrnimmt, wie die Jünger, wie so also ein Jünger, so ein Apostel-Ranking machen, wer ist denn hier jetzt eigentlich der Wichtigste? Wir brauchen ja nur sozusagen uns ein bisschen, das ist natürlich immer wohlfall, wenn man sagt, guckt euch an, was die Bischöfe machen, aber es passiert in jeder Pfarrgemeinde. So ein Jünger-Ranking. Also ohne mich geht es aber auch nicht. So diese Haltung ist das. Wenn Jesus das wahrnimmt, wir haben es die Tage noch als Evangelium gehört, dann sagt er nicht nur den Jüngern damals, sondern auch uns heute. Kommt her. Ich weiß, dass das alles sehr menschlich ist. Ihr könnt es euch auf der politischen Bühne anschauen. Diese Leute, die da oben sind, sind nicht umsonst da oben. Das ist kein gefeiertes Gutmenschentum, was wir da sehen auf der politischen Bühne, von denen, die da etwas zu sagen haben. Sie neigen dazu, die Menschen, für die sie eigentlich da sind, zu unterdrücken. So ist das politische Geschäft. Bei euch aber soll es so nicht sein. Wer unter euch wirklich groß sein will, der soll, wir hören das dann in unserer schönen Übersetzung, so eine Wohnzimmerübersetzung, der Diener aller sein. Das ist dann schön. Ich kann mich erinnern, im Kloster am Gründonnerstagabend band sich dann auch einmal im Jahr der Abt die Schürze um und brachte einen Teller. Es war ein bisschen durcheinander, weil er das nicht gewohnt war, wie das so funktioniert. Aber immerhin hat er die Schürze angehabt und er lief mit. Das ist ein bisschen zu wenig. Bei allen kirchlichen Vorgesetzten und Oberen in der Hierarchie ist das ein bisschen zu wenig, es nach außen zu demonstrieren. Denn Jesus sagt von sich, ich bin unter euch wie einer, der Sklavendienst tut. Und das, liebe Schwestern und Brüder, muss der Schlüssel für alles sein. Für jeden. Auch für die zuallererst, die in der Kirche aufgrund einer Ordnung oben stehen. Sklavendienst zu tun. Nichts anderes. Nicht, dass wir heute, wir hören dieses Stichwort heute übrigens ganz nach Goldman Sachs, wir verstehen uns, als die Kirche versteht sich immer mehr als Dienstleister. Das ist eine andere Kategorie, liebe Schwestern und Brüder. Das ist eine andere Baustelle. Das ist mit Verlaub gesagt dummes Zeug. Denn worüber wir hier sprechen, hat mit der Kindschaft zu tun. Hat mit der Familie Gottes zu tun, wo Gott allein Herr ist und Vater ist, wo Christus allein Herr ist und wir ihm Sklavendienst tun. In dem, wo wir hingestellt sind, wie wir leben, was wir sagen, was wir tun, wie wir uns verhalten. Der erste Schlüssel dazu ist etwas, was wir heute auch nicht mehr recht mögen, Gehorsam. Als Paulus, der fand einen Hymnus, den man schon in Philippi und in anderen Gemeinden im Gottesdienst gesungen hat. Wir haben den eben am Beginn in der Kyrielitanei ein bisschen Revue passieren lassen und Christus damit angerufen. Er stammt nicht von Paulus, aber Paulus überliefert ihn uns, er findet ihn schon vor. Jesus Christus war Gott gleich. Er hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich. Er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und Paulus fährt nach diesem Hymnus fort, den Philippern zu schreiben, ja, ich weiß es und ich habe es erfahren, denn auch ihr wart immer in allem gehorsam. Gehorsam, liebe Schwestern und Brüder, wird heute ganz klein geschrieben. Wir haben als Deutsche da eine eigene Tradition. Wir meinen immer, ach, das erinnert uns so an die Nazi-Vergangenheit und an Militarismus, damit wollen wir alle da nichts zu tun haben. Die Väter der Wüste sagen, und dahin müssen wir wieder finden, Gehorsam ist der Schlüssel zu allem. Er schließt alle anderen Tugenden auf. Es beginnt genau dort. Das heißt doch zunächst nicht, dass wir uns einen Kasernenhof suchen und zu sagen, da schreit uns einer an und wir marschieren rechts rum oder links rum, sondern was heißt es, als Mensch, als Christ gehorsam zu sein?
Das heißt doch zunächst, unser Menschsein anzunehmen im Gehorsam. Dass wir Menschen sind, Geschöpfe sind und nicht Gott. Wie viel Stress, wenn wir das einmal durchschauen lernten, wie viel Stress würde von uns abfallen? Nicht permanent in allen Bereichen, ob in der Ehe, im Beruf, egal wo, Herrgott spielen zu müssen. Sondern sich als Geschöpf zu begreifen, als Mensch zu verstehen. Als Mensch, der sich von Gott empfängt und vor Gott verantwortet. Und wir können das dann hinunterbrechen in alle Lebensbereiche. Das heißt nicht, christlicher Gehorsam meint nicht, der Chef hat immer recht. Aber es heißt auch, dass ich mein eigenes Ego, mein Ich, dieses verwöhnte Monster in uns, nicht permanent so füttern muss, dass es fast platzt, sondern dass ich das in Zucht nehmen muss. All die Punkte, die wir uns jetzt in der Fastenzeit auferlegen, ob das der gefräßige Leib ist oder eine begierige Lust oder eben jener innere Aufstand, zu dem es uns immer drängt, das muss man aber jetzt noch klären, oder das können wir nicht so lassen. Immer dieses Monster in uns. Ob wir das nicht einmal vor Gott bringen und sagen, ich möchte gerne dein Kind sein. Ich bin es ja durch die Taufe. Aber ich möchte es gerne wieder lernen, ein Kind zu sein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus. Aber er meint damit nicht etwas Kindisches, sondern genau diese Haltung. Die Luft aus diesem aufgeblasenen Ich-Monster herauszulassen. Denn es ist ja nichts anderes als ein kleines, schrumpeliges Ding, das wir permanent aufblasen. Das ist wie ein trockener Luftballon. Es ist nicht mehr, wenn wir uns nüchtern anschauen. Gehorsam zu lernen, wie die Väter sagen, als Schlüssel für alles. Vielleicht versuchen wir es mal in kleinen Schritten. Und durch das Kindsein Gott gegenüber finden wir den nächsten Schlüssel. Sklave Christi zu sein. Einander Sklaven zu sein. Das ist christliche Gemeinde. Nicht irgendwelche großen Planungen. Ich muss ehrlich sagen, deshalb bin ich bei der Umsetzung der Synode manchmal so skeptisch. Das heißt, ich lasse mich gerne auch belehren und dass alles funktioniert und dass das alles gut und zum Besten der Kirche ist. Was mir nicht gefällt ist, dass man den Eindruck bekommt, hier wird nach Gutsherrenart jetzt mal so eine neue Kirche gebaut. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht unsere Kirche. Wir haben das heute im Evangelium von Weinberg gehört. Was wird er mit solchen Winzern tun, die nicht die Früchte abliefern zur rechten Zeit? Er wird diesen Weinberg anderen Winzern geben. Lernen wir neu, Kind Gottes zu sein und sind wir gerne Sklaven Christi. In seinem Sterben als letzte Worte hat der große Bischof Ambrosius von Mailand etwas gesagt, was Augustinus sehr beeindruckt hat. Er selber lässt es zitieren vor seinem eigenen Sterben. Wir sind gerne Sklaven Christi, denn wir haben einen guten Herrn.